Meine liebe Pfarrgemeinde, noch einmal, vermutlich ein letztes Mal, machen unser stellvertretender Pfarrgemeinderat Bernhard und ich einen Dreh, vermutlich ein letzter Dreh, aber bewusst hier am Taufbecken unserer 129-jährigen Pfarrkirche. Solange steht der Marmorstein schon hier. Wie viel getauft worden sind über diesen Becken, weiß ich nicht. Momentan, Corona-bedingt, ist es leer. Es ist kein Wasser drinnen. Bei jeder Taufe, auch jetzt in der Osterzeit, muss ich das Taufwasser neu segnen, denn es hat seine Wirkung. Untergetaucht ins Wasser kommt das neu getaufte Kind und Erwachsener neu heraus, verwandelt heraus, unsterblich soll er leben. Das ist doch das Kennzeichen der Osterkerze, die uns hier noch fehlt. Denn Osterfeuer gab es heuer keines. Das Lumen Christi zum Einzug werden wir bei der nächsten Exultate-Messe nachholen. Und die Osterkerze steht in der Mitte vorne, weil wir Ostern noch kräftig feiern wollen. Warum heute Taufbecken? In der Taufe sind wir alle etwas geworden, nämlich priesterlich, königlich und prophetisch. Und diese Dienste, so wurde mir gesagt, hat auch so mancher Familienvater, auch so manche Mutter bei unseren Hausgottesdiensten ausgeübt. Das ist keine Blasphemie, dass jemand die Einsetzungsworte der Heiligen Messe selber spricht. Manche haben mir gesagt, wir haben uns eingefunden, Brot und Wein geteilt, gebrochen, ausgeteilt und gegessen und getrunken. Ich bestärke uns, dass wir dieses, unser Priestertum, ernst nehmen. Ein allgemeines Priestertum ist es. Eine Berufung, die wir alle haben. Und wenn die Corona-Krise nicht allzu viel hinterlässt, in der kirchlichen Spur meine ich, so doch, dass wir unser Taufbewusstsein vertieft haben, weil wir selber auch in der Hauskirche Gottesdienst feiern können. Und dazu bestärke ich alle, die mich sehen und hören und kennen. Ich wünsche noch eine gesegnete Osterzeit und lassen wir kirchlich diese halbwegs normale Zeit wieder herankommen und nutzen wir die Möglichkeit, in die Kirche zu kommen, wenn auch mit Abstand, wenn auch mit Beschränkung. Aber der kommende Sonntag, der 6. im Osterjahr, soll uns Freude bereiten durch gemeinsames Feiern.